Du willst wissen, wie du deine Implantate ein ganzes Leben lang behältst? Dann hör gut zu, denn wir geben dir heute unsere besten 5 Tipps genau zu diesem Thema. Zahnimplantate sind nicht billig. Daher solltest du alles tun, um sie lange zu erhalten. Wir haben heute für dich unsere besten Tipps, um die Prognose und die Langlebigkeit deiner Implantate positiv zu beeinflussen. Also legen wir los. Nummer 1. Nutzt du eigentlich schon Superfloss und Interdentalsticks? Die meisten Bakterien liegen bei uns in den Zahnzwischenräumen. Das gilt natürlich nicht nur für Implantate, sondern das gilt auch für eigene Zähne. Das sind eben die Räume, wo du mit deiner Zahnbürste überhaupt nicht hinkommst. Das heißt, wenn du Dentalsticks benutzt oder Zahnseide, dann bekommst du Bakterien da weg, wo du sie vorher nicht wegbekommen hast. Und diese Bakterien sorgen normalerweise eben für Knochenabbau, für Infektionen, für Gingivitis, also für eine Entzündung des Zahnfleischs. Und im Endeffekt resultiert daraus dann eine sogenannte Periimplantitis. Was kannst du tun? Am besten nimmst du einmal am Tag Floss oder noch besser Sticks und gehst damit in alle Zahnzwischenräume. Das Gute ist, nicht nur wird das Implantat es dir danken, also länger halten, sondern auch das Bluten wird aufhören. Das heißt, wenn du momentan noch ein Bluten hast beim Zähneputzen, dann liegt das meistens nicht daran, dass dein Zahnfleisch von vorne entzündet ist, sondern aus dem Zwischenraum heraus. Mach das natürlich nicht nur an den Implantaten, sondern nutzt dieses Superfloss auch an deinen eigenen Zähnen oder die Dentalsticks. Wichtig ist natürlich hier auch die generelle gute Mundhygiene und dass du die richtigen Größen benutzt. Wenn du dir da unsicher bist, frag die Prophylaxehelferin, wo du zur Prophylaxe hingehst, welche Größen sie dir empfehlen kann. Man kann das auch ausmessen mit einer speziellen Sonde, weil ein zu kleines Bürstchen kommt nicht überall dran und mit zu großen Bürstchen kannst du natürlich auch Sachen kaputt machen. Zweiter Punkt. Regelmäßige Mundspülung. Mundspülung nutzen nicht alle Menschen, das müssen auch nicht alle Menschen nutzen. Wenn du aber eine Veranlagung hast für Parodontose oder eben Implantate hast, kann ich dir empfehlen, zumindest einigermaßen regelmäßig Mundspüllösungen zu nutzen. Da gibt es die im offiziellen Handel erhältlichen Produkte. Ich will jetzt hier keine nennen, um keine Werbung zu machen. Was aber ganz, ganz wichtig ist, es gibt noch das sogenannte Chlorhexamet. Dieses Chlorhexamet bekommst du nur beim Zahnarzt oder in der Apotheke. Das gibt es in 0,1- und 0,2%iger Lösung. Ich empfehle die 0,2%ige. Und das ist einfach nochmal viel besser antibakteriell als diese handelsüblichen Produkte. Problem ist, du darfst es auf keinen Fall langfristig benutzen, sondern solltest es immer nur für einige Tage am Stück nutzen, dann wieder auf deine Standard-Mundspüllösung wechseln und dann wieder ein paar Tage mit der anderen Mundspüllösung arbeiten, weil diese Mundspüllösung bei zu starkem Gebrauch eben Verfärbungen machen kann, sowohl auf der Zunge als auch auf den Zähnen. Die gehen zwar wieder weg, aber das kann relativ nervig sein, dann musst du es erstmal abstrahlen lassen wieder und dann na, so eine braune Zunge, das sieht halt nicht besonders gut aus, lässt sich aber vermeiden, indem du es einfach immer abwechselnd benutzt. Drittens, ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du Implantate hast, rate ich dir, hör mit dem Rauchen auf. Ja, dieses Rauchen ist natürlich, klar, es macht sich so einfach, es macht aber einfach eine sehr, sehr negative Prognose. In meiner Klinik oder im Implantatzentrum Herne sehe ich immer, immer häufiger, dass Patienten ihre Implantate durch Rauchen verlieren, weil mittlerweile auch Raucher sehr oft Implantate einfach bekommen. Ja, wenn alle Ursachen, alle Parameter stimmen, kann man auch trotz Rauchen lange was von seinen Implantaten haben. Wenn du aber zusätzlich noch weitere Risikofaktoren hast, und da lege ich dir unser einzelnes Video zum Thema Risikofaktoren ans Herz, dann versuch zumindest einen dieser Risikofaktoren zu beseitigen. Und Diabetes hat man nun mal, dementsprechend lass das Rauchen weg und du wirst definitiv nicht nur deine Implantate, sondern auch deine Zähne länger im Mund haben. Ja, das vierte ist ein Geheimtipp, das ist noch nicht so verbreitet, das kennen auch noch nicht so viele. Es gibt das sogenannte Periogamm. Ich verlinke dir das gerne unten einmal in der Beschreibung. Dieses Periogamm hat eine spezielle Kultur, das ist so eine Art Lutschtablette, das ist so ein bisschen wie so ein Mentos. Und da ist dieses sogenannte Lactobacillus reuteri drin und da gab es in den letzten Jahren sehr, sehr viele Studien, die gezeigt haben, dass gerade bei Patienten, die an Parodontose schon leiden, durch diesen Lactobacillus reuteri, das ist eine Kultur, die sehr, sehr symbiotisch mit der Mundflora, mit dem Mundkeim kooperiert, dass da Parodontose nachgewiesener
Maßen zurückgegangen ist. Also das spricht Knochenabbau verringert wurde, die Taschentiefen sind nicht mehr so groß gewesen, die Entzündungsparameter sind runtergegangen. Das heißt, dieses Periogam, das gibt es in 30er Packungen, davon kannst du jeden Tag eine nehmen und dann machst du mal so eine 30-Tage-Kur und kannst ja mal schauen, ob das bei dir etwas Positives bewirkt. Bewirkt allerdings nur dann etwas Positives, wenn man es auch regelmäßig nimmt. Und unser fünfter Tipp, geh regelmäßig in die Prophylaxe. Du hast eine, wenn du Implantate hast, eine sehr, sehr teure Versorgung im Mund. Wenn du noch eigene Zähne hast, dann hast du eine nicht mit Geld zu bemessende Sache im Mund. Das sind deine eigenen Zähne, die sind noch viel, viel mehr wert als Implantate. Das Problem ist, dass man das immer dann erst weiß, wenn man es nicht mehr hat. Und dann weiß man es zu schätzen. Aber Prophylaxe zweimal im Jahr bei Patienten, die keine Risikofaktoren haben, bei Leuten, die rauchen oder die Parodontose haben, sagen wir sogar alle 4 Monate in die Prophylaxe, dann kannst du dir sicher sein, dass du alles tust, um deine Zähne bzw. deine Implantate lange zu halten. Ich meine, du bringst dein Auto ja auch regelmäßig in den TÜV und der TÜV für die Zähne ist im Prinzip die Prophylaxe und die Kontrolle und das sollte dir das Ganze auf jeden Fall wert sein. Ja. Wenn du das hilfreich fandest, unsere Tipps, dann subscribe doch unseren Kanal, folg uns bei Facebook und bei Instagram. Und ja, ich freue mich, dich in einer Woche wiederzusehen bei einer neuen Folge Implantalk. Dann gibt es wieder spannende Themen rund um das Thema Implantologie. Ich sage bis dahin eine gute Zeit und wünsche euch bis dahin viel Gesundheit und sage Tschüss, euer Dr. Stefan Helker.